Das folgende Interview wurde im November 2014 aufgezeichnet. Nach Ansicht von Professor Dr. Mohsen Masarrat reichen die Wurzeln der Politik der US-amerikanischen Vorherrschaft bis in die 1970er Jahre zurück. Während der Kalte Krieg noch das Weltgeschehen bestimmte, entwickelten die Kriegstreiber in den Vereinigten Staaten ihre Strategie der Vorherrschaft für die Ära vor, die dem militärischen Pakt des Kalten Krieges folgen sollte. Mit dem NATO-Doppelbeschluss am Ende der 1970er Jahre wurde das Ende der Blockkonfrontation und letztlich auch der Zusammenbruch der Sowjetunion eingeleitet. Professor Dr. Masarrat beantwortete unsere Fragen nach den Triebkräften und den Folgen der Politik der Vorherrschaft in zwei Richtungen. Erstens in Richtung Europa und Russland bis einschließlich zum Ukraine-Konflikt. Und zweitens in Richtung Mittlerer Osten mit den größten Energiereserven der Welt und einschließlich der jüngsten Ereignisse um den sogenannten Islamischen Staat. Ja, ich glaube, wir müssten, um das Ganze im globalen Zusammenhang zu verstehen, einige Jahrzehnte zurück zum Kalten Krieg und zum Ende des Kalten Krieges. Im Kalten Krieg gab es ein Abschreckungsverhältnis zwischen den beiden Blöcken. Das Gleichgewicht des Schreckens dominierte und regelte die Beziehung zwischen Ost und West, vor allem USA und Sowjetunion. In diesem System haben beide Seiten die Sicherheitsinteressen der jeweils anderen Seite mit berücksichtigen müssen. Sonst hätte eine der beiden Seiten einen Fehler gemacht und es wäre zu einer atomaren Katastrophe gekommen. Deswegen hat sich ein Konsens, unausgesprochener Konsens herausgestellt, dass beide Seiten zwar im Wettrüsten gestanden haben, aber keinen Schritt getan haben, der von der anderen Seite als Vorbereitung eines nuklearen Angriffes hätte verstanden werden können. In dem Zusammenhang hat man auch in der internationalen Beziehung von Realismus gesprochen, vom politischen Realismus. Man hat also die Situation der jeweils anderen Seite im Blick gehabt, man war realistisch. Diese Situation hat sich mit dem Ende des Kalten Krieges und mit der Entscheidung, interne Entscheidung innerhalb der amerikanischen Elite, nun die Vorherrschaft, die amerikanische Vorherrschaft anzusteuern, beendet. Diese Situation des Verständnisses auf die gegenseitigen Sicherheitsinteressen war nicht mehr Konsens. Die Vereinigten Staaten haben versucht, nun durch die neue Strategie der Dominanz und nukleare und sonstige Überlegenheit sich nicht mehr an diesen Konsens zu halten, sondern versucht, überall in der Welt nach Möglichkeiten zu suchen, um die eigene Vorherrschaft auszubauen. Merzheimer appelliert an den Vernunft, an den Realismus. Er ist selbst ein Wissenschaftler und Sicherheitspolitiker, der zu dieser Schule des politischen Realismus gehört. Er appelliert an Vernunft, an den Vernunft, den es nicht mehr gibt. Den hat es während des Kalten Krieges gegeben.
Hier handeln die Vereinigten Staaten nach ihren jeweiligen Situation, für sich die eigene Vorherrschaft nach verschiedenen Gesichtspunkten, je nachdem in welcher Region, auszubauen. Insofern sollten wir fragen, was hat sich da geändert? Es hat sich in Richtung der Entwicklung einer amerikanischen Weltordnung sehr vieles geändert. Kalten Krieg oder innerhalb des Kalten Krieges haben die Amerikaner in zwei Richtungen neue Ideen entwickelt, die sich dann später tatsächlich als sehr weitreichend erwiesen haben. Die eine Entwicklung bezieht sich auf Europa. Amerika hat mit der Absicht, auch dann nachher mit der praktischen Durchsetzung, sich dafür entschieden, durch die Nachrüstung in Europa und Stationierung von Mittelstreckenraketen einen nuklearen Vorsprung gegenüber Sowjetunion zu erzielen. Das war 1979, 80. Bis 1983 hat es einen Prozess des Widerstandes weltweit, vor allem in Europa, gegeben. Die großen Friedensdemonstrationen gegen die Nachrüstung sind sicherlich vielen Älteren noch in Erinnerung. Durch die Nachrüstung sollte ein Zustand des nuklearen Vorsprungs erreicht werden gegenüber Sowjetunion. Sowjetunion hat das gleiche Modell versucht, auch in Osteuropa umzusetzen. Auch dort wurden sowjetische Mittelstreckenraketen stationiert. Damit war die Idee des nuklearen Vorsprungs erstmal ad absurdum geführt worden. Das ist ja auch klar, bei dem Wettrüsten zwischen zwei Nuklearmächten kann es nicht sein, dass eine der beiden Seiten es schafft, einen Vorsprung zu erreichen. Es sei denn, die andere Seite bricht zusammen. Das ist in der Tat auch geschehen. Viele behaupten, gerade die massive Aufrüstung in Amerika und deswegen auch das Wettrüsten hat die Sowjetunion zum Tode gerüstet. Damit ist Sowjetunion zusammengebrochen. Ob diese Analyse richtig ist, bleibt dahingestellt. Aber auf jeden Fall spielte sicherlich die stärkere Aufrüstung eine Rolle beim Zusammenbruch der Sowjetunion. Gorbatschow, Perestroika beruhte darauf, festzustellen, zu erkennen, dass die Sowjetunion mit seiner Wirtschaft nicht weiterkommt und das Land eine Modernisierung braucht. Und daraus folgte die weiteren Schritte, die letztlich zum Zusammenbruch der Sowjetunion geführt haben. Das ist die eine Flanke des Versuchs von der amerikanischen Seite, die militärische Vorherrschaft zu gewinnen. Letztlich ist diese Strategie, diese Rechnung aufgegangen. Die andere Seite existierte als ebenbürtige militärische Macht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr.
Die andere Flanke, die fast zum selben Zeitpunkt 1980 ihre Wurzeln hat, war die Carter-Doktrin. Carter-Doktrin meinte die Region des Mittleren Ostens ist für den Westen, vor allem für USA, von existenzieller Bedeutung. Diese Region wurde sicherheitspolitisch gleichgestellt wie Westeuropa. Heute wissen wir, was das langfristig, wozu das langfristig führen sollte. Wir erleben gerade im Jahre 2014 in beiden Regionen Konflikte, deren Wurzeln auf Ende des Kalten Krieges zurückreichen. Und insofern sind wir in einer Zeit, wo wir gerade diese Diskussion führen, wo die amerikanische Vorherrschaftsideologie und auch Strategie Früchte in Anführungsstrichen zeigen. In beiden Regionen sehen wir jedenfalls Destabilisierungsversuche, in der einen Region schärfer als in der anderen Region. Ukraine-Konflikt ist aus meiner Sicht ein Ergebnis der Entwicklung zur Vorherrschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ging es der amerikanischen Politik darum, Westeuropa viel stärker zu kontrollieren unter eigene Strategie, auch sicherheitspolitischen, aber auch energiepolitischen Strategie zu stellen. Und nun sehen wir, dass dies tatsächlich erfolgt. Ukraine ist vielleicht ein letzter, aber sehr wichtiger Baustein in diesem Konzept der Beherrschung Westeuropas. Die NATO auf Druck von USA hat nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit der NATO-Osterweiterung versucht, ihre eigene Vorherrschaft in Europa auszubreiten, bis auf Georgien und Ukraine ist es auch weitestgehend gelungen. Aber nun leistet Russland unter Putin Widerstand und ist nicht bereit, sowohl in Georgien wie auch in Ukraine in Kauf zu nehmen, dass dieses Land, das immer noch die zweite Atommacht ist und auch entsprechende Kapazitäten, um mitzureden in der internationalen Politik verfügt. Dieses Land ist nicht mehr bereit, das alles hinzunehmen. Und sowohl in Georgien wie aber auch in Ukraine sind offenbar die rote Linien Russlands markiert. Wir wissen, dass der Konflikt in Ukraine damit begonnen wurde, Ukraine innerhalb von EU zu assoziieren. Das hätte zur Folge gehabt, möglicherweise, dass dann auch die NATO-Mitgliedschaft von Ukraine zur Debatte gestanden hätte. Darauf hat Russland reagiert, darauf haben pro-russische Kräfte in Ukraine reagiert. Ich glaube, dass diese
Konflikt in Ukraine bewusst in Kauf genommen wurde, um die Kluft zwischen Russland und EU zu vertiefen. Die Amerikaner haben möglicherweise befürchtet, dass der Handel zwischen EU und Russland noch sich weiter hätte vertiefen können, dass hier Strukturen entstanden wären, die erforderlich gemacht hätten, dass die Idee Russland einen gemeinsamen Markt, eurasischen Markt zu schaffen, dass diese Idee verwirklicht worden wäre. Das will man in Amerika nicht. Man zieht vor, dass Europa, das EU von russischen Gasexporten nicht abhängig ist. Man will verhindern, dass solche Abhängigkeiten entstehen. Man stelle sich vor, dass EU in zwei Richtungen mehr Unabhängigkeit erreicht hätte. Einmal hinsichtlich der Energieversorgung, also nicht von Ölreserven, Gasreserven, Exporten, die unter amerikanischer Kontrolle stehen, zum Beispiel durch den Ausbau von regenerativen Energien und Import ausschließlich aus Russland. Damit wäre Europa völlig unabhängig vom Mittleren Osten. Dann stellte man sich vor, was es bedeutet hätte, die Abrüstung, die Gorbatschow und Reagan verabredet haben in Reykjavik 1987, diese Abrüstung, wie es gedacht war, weitergegangen wäre. Man hätte sich verständigt auf totale Abrüstung im nuklearen Bereich. Europa wäre völlig unabhängig von den USA. Es wäre gar kein nukleares Schutzschirm erforderlich, weil auch die Sowjetunion oder Russland nicht mehr über atomare Waffen verfügt hätte. Europa wäre nicht mehr Protektorat, sicherheitspolitisches Protektorat von Amerika. Amerika hätte seine Vorherrschaftsrolle, seine Dominanzrolle in Europa und in der ganzen Welt völlig verloren. Aus diesem Grunde glaube ich, belegen zu können, wurde auch gerade der Abrüstungsprozess, der versprochene, verabredete Abrüstungsprozess Ende der 90er Jahre abgebrochen. Es wurden einige tausend Sprengköpfe auf beiden Seiten verschrottet und plötzlich sehen wir, dass da nichts weiterläuft. Es gibt zwar eine Reihe von Verträgen, aber eine richtige Abrüstung findet nicht mehr statt. Ganz im Gegenteil. Die USA haben angefangen, das Wettrüsten sogar voranzutreiben, indem sie in Osteuropa Weltraum gestützte Waffensysteme stationiert haben, beziehungsweise begonnen haben zu stationieren. Es ist immer noch in Planung, soll in Tschechei und in Polen solche Systeme aufgebaut werden, was wiederum die russische Seite zwingen würde, ähnliche Systeme aufzubauen. Putin hat das sehr oft angedroht. Man hat also nicht nur die Abrüstung nicht weiterverfolgt, sondern ganz im Gegenteil Aufrüstung betrieben. Man hat die Atomwaffen, die in Europa stationiert sind, weiterhin auf russische Städte oszilliert. Ziele in Russland sind weiterhin Angriffsmöglichkeiten für die amerikanische
Raketen und Bomben. Das fing Russland ebenso im Wettrüsten zu bleiben, ebenso die westliche Seite zu bedrohen. Solange sich auf diese Weise Westeuropa und EU, überhaupt Europa, sich bedroht fühlen, solange wird Europa weiterhin unter dem Schirm, Nuklearschirm Amerikas bleiben, weiterhin die NATO befürworten und weiterhin würde das alte System unter amerikanischer Vorherrschaft nochmal militärisch gestärkt. Ähnliches, was wir in Bezug auf Sicherheitspolitik sehen, also Stopp der Abrüstung und Aufrüstung, sehen wir jetzt allmählich auch im Bereich Energieversorgung. Amerika bietet EU an, den Gasbedarf durch eigene neue Ressourcen, die Amerika inzwischen nutzt, durch Fracking, durch Flüssiggas den Bedarf in Europa zu decken. Das meint, unabhängig von Kosten, unabhängig von ökonomischen Erfordernissen, soll hier ein Handelsbruch, Handelshindernis zwischen EU und Russland aufgebaut werden, um Europa außer Sicherheitspolitik auch energiepolitisch an sich zu binden. Daran erkennen wir, welche Bedeutung Ukraine für diese globale Strategie der Vorherrschaft für die Vereinigten Staaten hat. Ohne dass wir im Detail über Ukraine-Konflikt eingehen müssen, wird es klar, dass ein Destabilisierungszustand und ein Konflikt in Ukraine die Europäer unter Zugzwang setzt, im Sinne von Amerika zu handeln, unabhängig davon, dass leider in Europa pro-amerikanische Kräfte mehr oder weniger durch voreilendes Gehorsam die amerikanische Sprache sprechen und die Medien, die transatlantischen Medien in dieselbe Richtung blasen, Russland als Feindbild aufbauen, Putin als personifizierter Feind und wird dämonisiert. Das hat meines Erachtens alles damit zu tun, dass Amerika ganz andere Ziele in Europa verfolgt. Es gibt meines Erachtens mehrere Gründe dafür. Zunächst einmal sind sehr starke ökonomische Kräfte in der EU, vor allem auf dem Finanzsektor, aber auch im Energiesektor, die ähnliche Interessen verfolgen wie die Konzerne in Amerika und wie die USA selbst. Diese Kräfte und ihre Lobbys sind in der Politik, in der europäischen Politik, in der Europäischen Kommission sehr stark vertreten. Und sie sorgen dafür, dass entsprechend die europäische Politik sich ausrichtet. Weitere Grund betrifft auch den Druck, den Amerika bei Bedarf auch ausübt, wenn Widerstand aus dem EU heraus, aus Ländern, Parteien, die nicht unbedingt diese amerikanische Vorherrschaft mittragen wollen, die Gefahren, die damit verbunden sind, erkennen.
wenn der Druck von dieser Seite stark ist, dann kommt ein Gegendruck aus Amerika. Vor einigen Wochen hat Joe Biden in Harvard bei einer Diskussion selbst gesagt, dass ohne die Führerschaft, in Zitat oder in ähnliche Form hat er das gesagt, ohne die amerikanische Führerschaft die EU nicht die Sanktionspolitik gegenüber Russland vertreten hätte. Wenn Amerika das schon in der Form zugibt, kann man sich vorstellen, dass es wesentlich stärkeren Druck immer gibt auf Europa, um Europa auf die eigene Linie zu führen. Ich glaube, dass es auch seit einigen Jahren oder Jahrzehnten in Europa politische Persönlichkeiten fehlen, wie Willy Brandt oder Mitterrand, die einen Weitblick hatten, eher europäische Interessen vertreten haben und sich niemals unter einem solchen Druck gebeugt hätten. Auch Schröder hat teilweise Widerstand geleistet. Bei dem Irakkrieg zum Beispiel hat er sich geweigert, an dem Krieg teilzunehmen. Aber andere Führungskräfte in Europa, vor allem in Deutschland, Frau Merkel, sie fühlen sich in Bündnis mit Amerika bei allen wichtigen Fragen viel sicherer, aus welchem Grund auch immer. Man muss das vielleicht psychologisch oder historisch auf die Biografie dieser Führungskräfte eingehen und herausfinden, wie das kommt, dass der Bundespräsident und die Frau Kanzlerin, dass beide ziemlich pro-amerikanische Positionen, die, das muss man hier hervorheben, gegen ureigene europäische Interessen gerichtet sind, eher den Vorrang geben als langfristige europäische Interessen Raum zu verschaffen. Dazu gehört zum Beispiel eine Kooperation, intensive Kooperation mit Russland. Europa gegen Russland ist ein auf Dauer destabilisiertes Europa. Europa muss mit Russland zusammenarbeiten, aus geografischen, ökonomischen und historischen Gründen. Das ist die Grundidee der Ostpolitik gewesen, das ist die Grundidee von KSZE gewesen, dass man trotz unterschiedlicher Systeme eine Art Modus vivendi erreichen kann. Und jetzt haben wir nicht völlig unterschiedliche Systeme. Russland ist letztlich auch ein kapitalistisches Land geworden. Insofern wäre eine Kooperation mit Russland im Interesse beider Seiten. Russland kann sich auf diese Weise schneller modernisieren und die Demokratie könnte auch stärker verwurzelt werden in Russland und umgekehrt kann EU von diesem Handel und Kooperation mit Russland sowohl ökonomisch, politisch, aber auch auf wissenschaftlicher Ebene viel mehr profitieren und dafür sorgen, dass auch der Frieden in der Welt über diese Achse EU-Russland gestärkt wird, dass Destabilisierungen möglicherweise vermieden werden. Aber wie gesagt, das widerspricht den amerikanischen Interessen und Führungspersönlichkeiten, die entweder diese Gefahr nicht erkennen, die daraus erwachsen könnte, dass letztlich Amerika mit seiner Politik der Vorherrschaft die ganze Welt destabilisiert, oder
dass sie kurzfristig denken und glauben, dass die Gefahren von ihnen verharmlost wird und dass sie eher vor einem starken Russland Angst haben als von einem über den Atlantik liegendes fast Kontinent, das eigentlich raumfremd ist, ganz andere Interessen verfolgt und es mit der Sicherheit in Europa sehr leicht nimmt. Wir haben ja gesehen, dass Amerika in den 80er Jahren sogar bereit war, jedenfalls wurde dort in der amerikanischen Öffentlichkeit offen diskutiert, dass in Europa einen begrenzten Nuklearkrieg durchzuführen. Diese Distanz, diese kulturelle, geografische Distanz zeigt, dass Amerika nicht unbedingt in der Lage ist und auch gewillt ist, so zu denken, sicherheitspolitisch, wie man aus der europäischen Perspektive tun würde. Ein deutscher Politiker hat, glaube ich, vor einiger Zeit im Handelsblatt einen Artikel geschrieben und gesagt, die Europäer und wir Deutsche sollten es unterlassen, unsere Interessen aus dem Blick der amerikanischen Tea Party zu betrachten und deutsche Interessen aus dem Blick der amerikanischen Tea Party zu betrachten. Ich glaube, das hat er sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, der Spiegel wusste ja fast zwei Wochen nach diesem Ereignis schon Bescheid, Putin ist schuld. Die Titelgeschichte von Spiegel hieß auch, wer stoppt Putin? Und das wurde auch tatsächlich gemeint als Schuldzuweisung. Wir wissen nach fast drei Monaten immer noch nicht, wie dieses schreckliche Ereignis tatsächlich abgelaufen ist. Die Untersuchungsergebnisse sind tatsächlich geheim, weiterhin geheim, sie werden nicht veröffentlicht. Man sollte sich hier einige logische Überlegungen anstellen. Man kann natürlich spekulieren, aber logische Spekulationen können auch zu Erkenntnissen führen. Wenn wir bedenken, dass man sehr schnell Russland oder pro-russische Separatisten für diese Katastrophe verantwortlich gemacht hat und jetzt gar nichts mehr über das Ereignis spricht, kann man sich selber einen Reim draus machen, warum. Warum man die Ergebnisse nicht öffentlich veröffentlicht und zur Verfügung stellt. Wäre ein Hauch an Beweises dafür bei den Untersuchungen herausgekommen, hätte es überhaupt keinen Grund gegeben, diese nicht zu veröffentlichen. Jetzt können Sie sich selbst vorstellen, wer möglicherweise oder sehr wahrscheinlich die eigentliche Verantwortung für dieses Ereignis tragen könnte. Man weiß es trotzdem 100% nicht. Ich glaube, wir sollten in Bezug auf Medienkritik unterscheiden zwischen innen- und außenpolitischen Themen.
Bei innenpolitischen Themen ist die Gleichschaltung der Medien wesentlich schwieriger, weil unterschiedliche Kräfte betroffen sind und sich wehren können, weil die Medienvielfalt doch die innenpolitischen Unterschiede reflektiert und dass hier eine Gleichschaltung so gut wie ausgeschlossen ist. Es sei denn, bei Fragen, die eine große Koalition, über die sich eine große Koalition einig fühlt, da sind die Mehrheitsmedien dann doch gleichgeschaltet. Das sind dann kleine Medien, kleine Zeitungen oder aber die sozialen Netzwerke, die die innenpolitischen Themen, die kritischen Probleme veröffentlichen und herausarbeiten. Bei außenpolitischen Themen, das gilt für Amerika in besonderer Weise, aber auch für Europa, gibt es weitgehenden Konsens innerhalb der Medien und da ist auch die Gleichschaltung wesentlich leichter, weil die Informationen fehlen, weil dort eine gewisse monopolistische Struktur der Informationsbeschaffung möglich ist und inzwischen auch aufgebaut ist, weil in Bezug auf außenpolitische Themen die Menschen im Inland sich eher verlassen müssen auf die Position der Bundesregierung, auf Auskunft des Außenministeriums. Hier sind die Möglichkeiten erheblich eingeschränkter. Deswegen ist in der Tat eine Gleichschaltung in konfliktreichen Themen, wo amerikanische oder europäische Wirtschaftsinteressen, vor allem in der Dritten Welt, tangiert ist, viel eher möglich. Bei europäischen Themen, wo nicht besondere Interessen von Amerikaner oder Europäer tangiert sind, kann man durchaus eine differenzierte Berichterstattung erleben. Aber nicht in Bezug auf den Mittleren Osten, nicht in Bezug auf Iran und nicht jetzt in Bezug auf Russland, wo hier zentral, kann man sagen, gelenkt Informationen vermittelt werden. Wir wissen, dass es gerade in Bezug auf außenpolitische Konflikte es innerhalb der Medien ein transatlantisches Netzwerk gibt, die aus vielleicht 8 bis 10 Stichwortgeber bestehen, die in ihren Leitartikel die Themen einbringen, Stichworte geben und dann sämtliche Regionalzeitungen mehr oder weniger abschreiben, weil diese Regionalzeitungen selbst gar keine Möglichkeit haben, eigene Informationen zu beschaffen, um Gegenpositionen aufzubauen. Aus finanziellen Gründen und Bequemlichkeitsgründen. Und das weiß ich von einigen Redakteuren, die mir davon berichtet haben. Sie schreiben einfach ab, was in den großen Medien existiert. Dann haben wir die Situation, dass die großen Medien, die sogenannten Qualitätsmedien, entweder den außenpolitischen Stellungnahmen der Regierung folgen, diese unterstützen, oder aber sie selbst vorpreschen und eine bestimmte Meinung, die sie aus Amerika übernehmen oder selbst sozusagen in Vorahnung versuchen zu konzipieren, diese vorgeben und die Regierung unter Druck setzen,
dass sie nicht eine andere Position bei Konflikten zum Beispiel in Bezug auf Russland oder auch in Bezug auf Iran vertreten. Es gibt diese beidseitige Hochschaukeln zwischen Regierung und Medien. Natürlich heißt es in dem Zusammenhang, dass auch Regierungen durchaus vorpreschen können und die Medienberichterstattung beeinflussen können. Ich glaube, dass auf diese Weise die Medienvielfalt bei außenpolitischen Themen und ein Stück Demokratie verloren gehen, weil die Öffentlichkeit nicht über die Position von Putin, über seine Reden, über die Interviews von Lavrov zum Beispiel ausführlich berichtet. Wir sind in einer Demokratie, die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass sie von der gegnerischen Seite auch wissen, was sie vorhaben, was sie beabsichtigen, wie sie ihre Position begründen. Das ist die Pflicht der Medien, dies zu tun, wenn man wirklich Demokratie ernst nehmen würde. Wenn aber die gegnerische Seite so gut wie nicht vorkommt in unseren Medien, die sozialen Netzwerke dann zu den Hauptquellen werden, die dann selbst anfangen, Reden zu übersetzen in Deutsch und diese zu veröffentlichen. Wenn das der Fall ist, dann muss man sagen, ist die offizielle Demokratie, die herrschende Demokratie an der Stelle nicht mehr existent. Das, was die sozialen Netzwerke schaffen, ist sehr wichtig. Sie können aber das Fehlen, die Demokratielücke hier nicht füllen. Und die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bei Menschen, die selbst keine Ahnung haben, über Iran, Feindbild über Iran, Feindbild über Russland, ist eine gefährliche Angelegenheit, vor allem wenn Dämonisierung der anderen Seite dazukommt, muss man sich wirklich für eine nächste bedrohliche Phase fürchten. Es hat immer in der Geschichte, bevor ein Krieg angefangen hat, die Dämonisierung der anderen Seite massiv zugenommen, weil nur durch Dämonisierung die Kriegstreiber es schaffen, den Krieg bei eigener Bevölkerung zu legitimieren. Das ist übrigens auch eine der härtesten, eine der am meisten verwendeten Methodik unter Nazi-Deutschland, die Feinde bis zum Gehtnichtmehr zu dämonisieren, zu entmenschlichen. Dann war ihre Vernichtung eine leichte Sache. Wenn ich daran denke, wie im Iran-Atomkonflikt einseitig berichtet wird, wie permanent behauptet wurde, Iran stünde vor einer Situation, atomar Israel anzugreifen. Das Thema ist fast jede Woche, jeden Monat präsent gewesen in den Medien. Alle haben in Deutschland auch die Angst gehabt, auch Deutschland könnte ein Angriffsziel von Deutschland, von Iran werden. Diese Art von Propaganda und einseitige Berichterstattung verhindert, dass zum Beispiel Europa selbst eine Vermittlungsrolle spielt. Aus der Sicht der Iraner ist Europa im gleichen Boot, sitzt im gleichen Boot wie Amerika. Und das darf nicht sein, dass Europa in einem regionalen Konflikt dieselbe Meinung vertritt wie Amerika. Es muss möglich sein, hier zu differenzieren und herausfinden, was die Wahrheit ist.
aus demokratiepolitischen, aus friedenspolitischen Gründen, würde ich sagen, haben die Meinungsmacher, die großen Qualitätsmedien aus meiner Sicht eine destruktive Funktion. Das müsste in sozialen Netzwerken noch stärker betont werden, das müsste in regionalen Medien noch stärker betont werden, das müssen wir alle noch stärker diskutieren. Diese Gefahr ist für die Demokratie tödlich. Man müsste vielleicht auch den Vergleich ziehen zu Vorherrschaftsvorstellungen der USA für Europa. Was die Osterweiterung der NATO im Osteuropa war, ist die Kontrolle, der totale Kontrolle der Energieversorgung, zunehmend totale Kontrolle der Energieversorgung, damit die Beherrschung des gesamten Mittleren Ostens, die Vorherrschaftspolitik für den Mittleren Osten. Und hier sehen wir durchaus zeitlich Parallelen, dass gerade die Neokonservative, die Ende des letzten Jahrhunderts sich vorbereitet haben auf das sogenannte amerikanische Projekt im 21. Jahrhundert, dass gerade seit Beginn dieses neuen Jahrhunderts beide Politiken fast parallel laufen in Osteuropa wie auch im Mittleren Osten. Kriege dort und hier NATO-Osterweiterung. Die sind zwar voneinander unabhängig, die hängen aber an derselben Quelle. Im Übrigen waren die USA nie abhängig von Ölimporten aus dem Mittleren Osten. Sie haben nur zu einem geringen Bruchteil, zu einem Bruchteil ihres Energiebedarfs aus Saudi-Arabien und anderen Mittelostaaten versorgt. Die Lücke ihres Energiebedarfs haben die Vereinigten Staaten eher aus Lateinamerika, aus Venezuela, Mexiko gedeckt. Die Kontrolle der globalen Energieversorgung, Öl und Gas und die zunehmende Anstrengung, diese Kontrolle noch zu präzisieren, zu festigen, hat strategische Bedeutung für die USA. Die Kontrolle der Ölversorgung ist ein Hebel der amerikanischen Vorherrschaft gegenüber den Hauptenergiekonsumenten, das sind europäische Staaten, EU vor allen Dingen, mit großer Nachfrage nach Öl und Gas, und das ist Japan. Beide Staaten sind letztlich durch diese totale Kontrolle der USA über die Ölquellen des Mittleren Osten letztlich auch von USA abhängig, von Gedeih und Verderb der Vereinigten Staaten. Zunächst einmal haben die Vereinigten Staaten zusammen mit Saudi-Arabien eine Preispolitik durchgesetzt über mehrere Jahrzehnte, die im Interesse der Hauptkonsumenten in Europa und Japan waren, nämlich
Preise, Ölpreise auf einem möglichst niedrigen Niveau. Dieses, ich würde sagen, amerikanisches Ölpreisregime blieb so lange intakt, wie andere Großmächte wie China und Indien nicht als große Konsumenten von Öl in Erscheinung getreten sind. In dem Augenblick aber, als China und Indien nun sehr hohen Ölkonsum und Ölnachfrage hatten auf den Weltmärkten, das begann Ende des letzten Jahrhunderts, haben sich die Marktbedingungen auch völlig verändert. Die Chinesen haben dieses amerikanische Ölpreisregime, was eher Dumpingpreisregime war, durcheinander gewirbelt, weil China den Ölbedarf durch eigene direkte Verträge mit afrikanischen ölexportierenden Ländern, wie aber auch mit mittelöstlichen Ölexporteuren gesichert, durch eigene Verträge und zu Bedingungen, die im beidseitigen Interesse waren. Dort wurden auch hohe Preise vereinbart. China hat auf diese Weise einen Teil des Ölmarktes für sich erobert. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Marktbedingungen sich geändert haben, dass wir mehr oder weniger zum ersten Mal in der Geschichte seit 2004, 2005, als die Preise auf 100 und 150 Dollar pro Barrel angestiegen sind, dass wir dann einen funktionierenden Ölmarkt überhaupt hatten, der nicht von irgendwelchen Regimen wie USA und Saudi-Arabien kontrolliert wurde durch die Produktion, Überproduktion, Regulierung sozusagen der Menge, war ein festes Regime. Dieses Regime ist durchbrochen worden. Seitdem haben wir einen freien Ölmarkt. Aber Amerika hat mit der Öl- und Energieversorgung einen weiteren, viel wichtigeren ökonomischen Hebel, der immer deutlicher, dessen Bedeutung heute deutlicher wird, nämlich dafür zu sorgen, dass der Ölhandel in Dollar stattfindet. Und wenn ich sage, Kontrolle der Ölversorgung, dann hat das auch diese Dimension, die im Prinzip mit der Ölversorgung, Energieversorgung direkt nichts zu tun hat, sondern eine weltwirtschaftliche Funktion hat. Dieses ist dann ein währungspolitischer Hebel, über den die Vereinigten Staaten für ihre ökonomische Vorherrschaft, für ihre eigenen Nutzen in der Hand haben und davon auch heftig Gebrauch machen. Man muss dazu sagen, dass Dollar ursprünglich durch Gold gedeckt war. Im Bretton Woods-System hatten wir eine goldgedeckte Weltwährung. Dieses System ist aber 1973 zusammengebrochen, weil Frankreich nicht mehr bereit war, Zurückhaltung zu üben, nachdem es sich herausgestellt hatte, dass die Vereinigten Staaten zu viel Dollar im Umlauf gebracht hatten, um den Vietnamkrieg
zu finanzieren und auf diese Weise die Inflation, weltweite Inflation und eine Abwertung von Dollar stattgefunden hatte. Die Franzosen haben das nicht akzeptiert, haben das gegen das Bretton Woods-Abkommen interpretiert und haben darauf bestanden, dass ihre, dass die Goldreserven Frankreich gegen Dollarreserven Frankreich ausgetauscht wurde. Das war 1971 oder 72. Letztlich hat dieser Schritt dazu geführt, dass Präsident Nixon, der damalige Präsident, das Bretton Woods-System einseitig abgesetzt hat. Wir haben aber nicht erlebt, dass auf diese Weise Dollar seine Funktion ohne Deckung nicht mehr hat erfüllen können, dass hier eine Währungskrise entstanden ist. Hat keiner gemerkt. Das hat den Hintergrund, dass gerade in den 80er Jahren aufgrund der ersten Ölpreiskrise, als der Ölpreis vervielfacht wurde, der Anteil des Ölhandels massiv gestiegen ist und da schon damals Öl in Dollar gehandelt wurde, stieg auch die Nachfrage nach Dollar, was bedeutet, dass eine Dollarabwertung nicht stattgefunden hat, ganz im Gegenteil, Dollar sich stabilisierte und die USA und die Regierung, möglicherweise Experten, in dem Ölhandel mit Dollar eine neue Möglichkeit gefunden haben, dass der Dollar sich langfristig auch ohne Golddeckung stabilisiert. Somit ist naturwuchsig und anarchisch sozusagen ein neues System der Dollardeckung eingetreten. Anstelle des Golddeckungs ist dann der Ölstandard hineingekommen in dieses System. Auch hier wurde dies nicht thematisiert. Man hat zwar hier und wieder spekuliert, aber eine Debatte, öffentliche Debatte, fand nicht statt. So, jetzt stellt sich die Frage, stellte sich diese Frage für die amerikanische Seite, wie kann dieser Zustand langfristig abgesichert werden? Das geht natürlich erstmal dadurch, dass alle Ölexporteure freiwillig diesen Schritt gehen und ihre Ölexporte in Dollar abwickeln. Die andere Möglichkeit ist, wenn das nicht funktioniert, und davon muss eine Hegemonialmacht ausgehen, dass nicht alle Ölstaaten Verbündete von Amerika sind wie Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hatte sich in den 80er Jahren sogar vertraglich gegenüber USA in einem Geheimabkommen verpflichtet, ihr Öl in Dollar zu verkaufen und in keiner anderen Währung. Aber das konnte von Iran nach der Revolution überhaupt nicht erwartet werden. Und solche Umstürze und politische Veränderungen in den Ölstaaten, zumal auch in Venezuela, ist allemal möglich und sogar notwendig, weil auch deren Interesse dieser Ölstaaten im Spiel war und Regierungen, die aufgrund von nationalem Interesse gehandelt haben, sie hatten auch ein Interesse, die Vielfalt auf der Nachfrageseite zu nutzen, die Konkurrenz zu nutzen, wollten sich nicht unbedingt an Dollar binden. Insofern stellte sich dann Dauerhaftigkeit sichergestellt werden für
denn Öl handelt in Dollar. Wenn das nicht freiwillig passiert, dann offensichtlich ist diese Perspektive nur durch Zwang möglich. Und das bedeutet, dass anstelle eines völkerrechtlichen Vertrages wie das Bretton Woods-Abkommen jetzt die Supermacht Amerika alle Voraussetzungen weltweit schaffen muss, um diesen Zwang auch gegenüber den Ölstaaten durchzusetzen. Das bedeutet Militarisierung im Prinzip der Weltwirtschaft. Das bedeutet Aufrüstung, das bedeutet Aufbau von Militärstützpunkten in der ganzen Welt und vor allem im Mittleren Osten. Das hat sehr viele Konsequenzen. Wir haben praktisch ein Gewaltsystem in der internationalen Beziehung bei der Kontrolle der Ölversorgung anstelle eines völkerrechtlichen Abkommens, das wir aber nicht in Verbindung miteinander bringen, weil diese Verhältnisse im Verborgenen stattfinden, weil diese Verhältnisse nicht thematisiert werden, nicht diskutiert werden. Aber es ist die Realität, dieses globale Gewaltsystem hat unter anderem die Funktion, Dollar als Weltwährung stabil zu halten über die Verbindung mit dem Ölhandel. Man stelle sich vor, wir hätten ähnliches Verhältnis bei der Nutzung von Weltmeeren. Im Prinzip ist Weltwährung ein öffentliches Gut. Eine Weltwährung muss allen Staaten zur Verfügung stehen. Alle müssen den Nutzen davon haben. Durch mehr Handel, durch mehr Kooperation, weniger Hindernisse. Und eine Weltwährung hat diese positiven, technisch positiven Funktionen für das Florieren der Wirtschaft in allen Ländern. Also müssen alle davon profitieren. Eine Quelle der Vermehrung des Reichtums für alle 8 Milliarden Weltbevölkerung wird von einem einzigen Land monopolisiert. Dieses Monopol bedeutet, dass nur Amerika die Hauptnutzen nach ihren Möglichkeiten davon haben. Das ist die Situation, die wir zurzeit haben. Der Übergang von Goldstandard zum Ölstandard ist längst vollzogen und der Dollar als Weltwährung ist ein amerikanisches Monopol und dieses Monopol setzt Gewaltsysteme voraus mit erheblichen Konsequenzen. Zunächst einmal haben die USA die Möglichkeit, dadurch, dass Dollar eine stabile Weltwährung ist, die Möglichkeit, überschüssige Kapital aus der ganzen Welt nach Amerika zu ziehen und in die amerikanische Ökonomie einzuleiten. Viele Kapitalanleger suchen, fast alle, suchen in der Regel nach sicheren Investitionsmöglichkeiten, nach hohen Renditen und schauen nicht, wo diese Rendite herkommen, in welchem Land. Insofern bietet Amerika die Anleger Anreize, damit und solange Dollar stabil bleibt, damit Kapitalanleger den amerikanischen Markt
aufsuchen und dort auf den Finanzmärkten investieren. In den letzten 13 Jahren, 2001 bis 2013, insgesamt wurden etwa 11.500 Milliarden Kapitalimporte nach Amerika getätigt. Und das darf man auch hier schon sagen, dass diese diese Masse von Kapitalimporte durch Austausch mit Papier getätigt worden sind. Amerika hat dafür keine Waren dementsprechend exportiert, sondern die Dollarmaschinerie, Dollarproduktionsmaschinerie in Gang gesetzt und hat diese Kaufkraft, diese gigantische Kaufkraft durch ihr Geldbeschaffungssystem, interne Geldbeschaffungssystem in alle Welt gestreut, dafür aber Kaufkraft nach Amerika geholt. Technisch, wenn man den ganzen Prozess versucht zu rekonstruieren, läuft dies so, dass der amerikanische Staat, die Regierung, das Finanzministerium Staatsanleihen ausgibt und vermarktet, zunächst an die Fed, an die US-Zentralbank übergibt, für die Vermarktung auf den Finanzmärkten, aber auch weltweit auf den amerikanischen internationalen Finanzmärkten. Der Staat, die Regierung erhält von Fed frisches Geld, Bargeld praktisch, für die eigenen Ausgaben, Staatsausgaben. Und verschuldet sich so gegenüber der Zentralbank. Und diese Verschuldung kann jedes Jahr erhöht werden und jedes Jahr neue Staatsanleihen herausgegeben werden, um die Finanzierungslücke im Staatshaushalt zu decken. Fed, die Federal Reserve, vermarktet diese Staatsanleihen weltweit und da der Dollar dank Handel, Ölhandel in Dollar stabil bleibt und die Nachfrage nach Dollar weiterhin steigt, obwohl die amerikanische Ökonomie inzwischen in vielen Bereichen an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat und Handelsbilanzdefizite aufweist, obwohl dies der Fall ist, ist Dollar stabil, weil die Nachfrage nach Dollar mit dem Ölhandel ansteigt und wir wissen, dass die Ölpreise, Ölpreissteigerung auf 100, 150 Dollar auch diese Nachfrage dementsprechend verdreifacht oder vervielfacht haben. So, dann haben wir die Situation, dass aus der ganzen Welt Kapital importiert wird in den Vereinigten Staaten durch den Ankauf von Staatsanleihen, die befristet sind. Wenn die Frist zu Ende geht, dann kriegen die Kapitalanleger natürlich ihr Geld zurück mit Rendite. Dafür kann sich die amerikanische Regierung erneut verschulden. Das heißt, die Verschuldung fortsetzen und Umschuldung betreiben und weiterhin durch die Vergabe von Staatsanleihen an Fed und Erhalt von Cash, von frischem Geld, diesen Prozess
beliebig lange fortsetzen. Auf diese Weise ist auch die amerikanische Staatsverschuldung innerhalb von ca. 10 Jahren, in dem letzten Fall im Jahrzehnt, von 6.000 Milliarden auf 2013 auf 17.000 Milliarden angestiegen, also verdreifacht. Amerika ist das höchst verschuldete Land der Welt und trotzdem stabile Währung. Und wenn man sich genauer anschaut, dann ist in derselben Zeit, nämlich in der Dekade am Anfang dieses Jahrhunderts, im amerikanischen Jahrhundert, dank Vorstellungen der Neokonservativen, die militärische Aufrüstung ebenfalls verdreifacht oder vervierfacht worden, also auf jeden Fall von etwa 150 Milliarden Dollar im Jahr, das war Anfang des Jahrhunderts, auf in 2011 700 Milliarden Dollar pro Jahr gesteigert worden. Das entspricht den gesamten Militärausgaben aller anderen Länder zusammen. Wir sehen also hier eine parallele Entwicklung zwischen Staatsanleihenausgabe und Verschuldung, Kapitalimporte aus der ganzen Welt nach in die USA, steigende Staatsverschuldung und gleichzeitig steigende Rüstungsausgaben. Wir haben hier einen Kreislauf, der letztlich bei dem militärindustriellen Komplex der Vereinigten Staaten landet. Als einzige globale, sehr wichtige ökonomische Sektor profitiert vor allem der militärindustrielle Komplex von dieser Parallelentwicklung und Dollar als Weltwährung in mehrfacher Hinsicht. Erstens wird dieser Komplex finanziert auf Kosten der Welt. Die Welt bezahlt militärindustrielle Komplex und Pentagon-Ausgaben, einschließlich Kriege. Dieser Komplex kann auch in Zukunft bestehen. Ohne diese Kriege würde dieser militärindustrielle Komplex bedeutungslos werden. Und genau das wird verhindert über diesen Dollar-Staatsverschuldungsmechanismus. Amerikanischer Staat ist in der Lage, die Finanzierung vorzunehmen, und zwar eine sehr hohe Finanzierung, die 4% des Bruttosozialprodukts ausmacht. Das ist fast doppelt so viel wie in allen anderen Industriestaaten. Und trotzdem findet in der amerikanischen Öffentlichkeit keine Debatte darüber. Weil wenn es von Steuerzahlern diese Budget finanziert worden wäre, dann würden die Steuerzahler in irgendeiner Form, auch die Kapitalisten bezahlen ja Steuern, die werden dann, viele, die davon überhaupt nicht profitieren, sich zu Wort melden und sagen, halt, hier muss was geändert werden. Und diese Debatte findet aber in Amerika nicht statt, weil möglicherweise inzwischen alle amerikanischen Fraktionen das für selbstverständlich halten, dass der Staat über die Verschuldung, eigene Verschuldung, die Rüstungsindustrie finanziert. Wo die Gelder herkommen, interessiert möglicherweise im Näheren nicht mehr die amerikanische Bevölkerung. Hauptsache, die Steuerzahler leiden nicht darunter. Das scheint mir der Grund für den inneramerikanischen Konsens zu sein, warum der militärindustrielle Komplex so stark geworden ist, wie er ist. Eisenhower hat ja vor
60 Jahren davor gewarnt, schon damals. Er hat davor gewarnt, dass der militärindustrielle Komplex für die Demokratie gefährlich werden kann. Und in der Tat, es ist so, dass diese explosive Mischung aus Staatsverschuldung, Rüstungsfinanzierung und Stabilität des Dollars auf Pump, dass dies nur aufrechterhalten werden kann, indem Amerika wirklich versucht, überall, wo es Allianzen, Bündnisse entstehen, dagegen diese im Keim zu verhindern, durch alle möglichen Instrumente, Interventionen, Russland und den Block der BRICS-Staaten zum Beispiel unter Druck zu setzen, dass hier nicht ein Gegenblock entsteht oder China von sich so abhängig zu machen, dass auch China Angst hat vor einer Änderungspolitik oder für eine Neuorientierung und Verkauf von Dollarreserven. Man könnte sagen, hier betreibt Amerika eine Taktik von too big to fail. Je höher die Staatsverschuldung und je höher die Forderung der Welt gegenüber Amerika, desto größer wird die Angst bei den Gläubigern, etwas dagegen zu unternehmen, was die Dollarstabilität zerstören könnte. Weil dann ein Zustand entstanden ist, wie bei den systemrelevanten, sogenannten systemrelevanten Banken, wo die ganze Volkswirtschaft den Schaden lieber auf sich nimmt, als diese Bank kaputt gehen zu lassen. Und hier kann ich mir durchaus vorstellen, setzt Amerika auf dieses explosive Gemisch, dass die Welt sich gezwungen fühlt, diese Dollarstabilität mit aufrechtzuerhalten, um nicht selbst mit der amerikanischen Währung, amerikanischer Ökonomie unterzugehen. Ob das die Weisheit letzten Schlusses ist für die Welt, für alle Beteiligten, mag ich sehr zu bezweifeln, weil die Welt auch erfährt, dass von dieser Situation Amerika ökonomisch allein Nutzen zieht und dass Amerika dafür nach und nach die ganze Welt versucht zu destabilisieren. Diesen Zustand wird nicht ein nachhaltiger Zustand sein. Irgendwann wird es massive Konflikte, weltweite Konflikte geben. Was daraus hervorgeht, welche Katastrophen, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, diese langfristige Absicherung der Monopolposition der USA setzt ja, wie ich meine, voraus, dass die Rahmenbedingungen überall in der Welt im Sinne dieser Strategie hergestellt werden, auch mit militärischen Mitteln. Deshalb auch das Gewaltsystem in der Welt, das sich in den letzten 15 Jahren ganz dramatisch durchgesetzt hat. Brzezinski ist aus meiner Sicht der Stratege, er gehört zwar den Demokraten, aber die Neokons haben seine Ideen nahezu eins zu eins umgesetzt. Er hat in seinem Buch Die einzige Weltmacht, das 1987 veröffentlicht hat,
genau die heutige Entwicklung und die amerikanische politische Praxis vorformuliert. Eine seiner Methoden für die Beibehaltung der Vorherrschaft war, Bündnisse, die gegen amerikanische Vorherrschaft entstehen könnten, rechtzeitig zu erkennen, bevor sie überhaupt entstanden sind, und zu verhindern. Und er hat auch gesagt, dass die amerikanische Vorherrschaft eine vorübergehende sein wird. Er hat anerkannt, dass China, Russland, andere Schwellenländer größeren Anteil an der Weltwirtschaft haben werden, dass sie nicht dulden werden, auf Dauer durch die amerikanische Vorherrschaft dominiert zu werden. Er meinte aber, in den nächsten Dekaden, 20, 30 Jahren, bis soweit ist, müsste es Amerika darum gehen, diesen Prozess der Untergang der Vorherrschaft hinauszuschieben. Es ist also letztlich auch aus dieser Sicht ein kurzfristiger und kurzsichtiger Blick, aber es ist halt eine Empfehlung, die Neokonservative für wichtig halten. Vielleicht glauben sie auch daran, dass sie auf Ewigkeit dieses System aufrechterhalten können. Auf jeden Fall gehört zu diesem System, alle Staaten, die gefährlich werden könnten für die amerikanische Vorherrschaft und hier muss man sagen für die Dollardominanz, diese rechtzeitig aus dem Weg zu schaffen. Der Sturz von Saddam Hussein passt sehr genau in diese Perspektive. Er stürzt im Prinzip alle zentralistischen Staaten, die wichtig sind für die Ölversorgung der Welt, war Bestandteil dieser Strategie. Deswegen der Sturz von Gaddafi in Libyen, deswegen auch der Versuch, im Iran ein Regime-Change zu betreiben. Gleich nach dem Sturz von Saddam Hussein hörte man die Parolen aus den USA, jetzt ist Iran dran. Und genau in diesem Jahr, nämlich im Jahre 2003, wurde auf einmal das iranische Atomprogramm entdeckt. Aus meiner Sicht wussten die Amerikaner sehr genau über das iranische Atomprogramm, aber sie haben dieses als Vorwand benutzt, um die Weltöffentlichkeit für den nächsten Krieg gegen Iran vorzubereiten. Das passierte auf jeden Fall unter der Regierung Bush fast wöchentlich, monatlich. Dazu kam auch israelische Propaganda, die in dieselbe Kerbe gehauen wurde. Es hat mit Iran nicht so ohne weiteres geklappt. Man hat relativ schnell herausgefunden, dass ein direkter Regime-Change schwer möglich ist, dass dazu erforderlich ist, dass zunächst das Assad-Regime, das Hezbollah, Assad-Regime in Syrien, Hezbollah in Libanon, ihren Einfluss und Möglichkeiten der Gegenintervention verlieren, Assad-Regime durch den Sturz und Hezbollah dann anschließend durch militärische Vernichtung seitens Israel. Diese großen Verbündete, wichtige Verbündete vom Iran, sollten zunächst aus dem Weg geräumt werden, um dann einen
Kriege im Iran für einen Regime-Change durchführen zu können. Deswegen ist der Konflikt mit Iran in eine Pause hineingeraten, kann man sagen, in dem Augenblick, wo die Opposition, die demokratische Opposition gegen Assad auf die Bühne getreten ist, die zu Recht Demokratie forderten. In dem Augenblick war auch der Weg eröffnet, dass hier durch Einschleusung von Terrorbanden und Militarisierung der Opposition letztlich Assad-Regime zum Sturz zu bringen und dann den nächsten Schritt. Das ist bisher jedenfalls nicht aufgegangen. Man sieht auch, dass die amerikanische Vorherrschaftsstrategie sehr flexibel ist, wo diese Linie in Stocken gerät, versucht man einen anderen Weg und dann wieder einen neuen Umweg. Und genau in diesem Versuch und Korrektur der Fehler befinden wir uns. Als es mit Iran nicht direkt geklappt hat, erstmal Syrien. Nun steckt diese Strategie auch in Syrien in der Falle. Es geht nicht weiter. Aber wir sehen, dass es doch weitergeht mit der Schaffung eines Chaos in der Region, mit der Herstellung eines Cradle Middle East, einen Großraum Mittlerer Osten, mit vielen kleinen Staaten, mit Chaos. Ich glaube, dass Chaos nicht im Widerspruch zu dem Ziel der Dollarstabilität über die Beibehaltung des Ölhandels steht, weil die Kleinstaaten, die auch alle gegen Feinde der anderen sind, die miteinander verfeindet sind, vor allen Dingen in den letzten 20, 30 Jahren zu ganz zu unüberwindbaren sozusagen Feindschaften dressiert worden sind zwischen Saudi-Arabien und Iran, zwischen Katar und Iran, zwischen verschiedenen kurdischen Fraktionen, zwischen Sunniten und Schiiten. Dass diese Feindschaft, die wir heute erleben, ist neu. Sie gab es im letzten Jahrhundert so in dieser Form nicht. Das ist das Produkt der Entwicklung der Ereignisse im letzten Jahrzehnt. Condoleezza Rice, die Außenministerin der Bush-Regierung, hat auf dem Höhepunkt des Iran-Atomkonfliktes 2006, als die Welt kurz vor einem Krieg gestanden hat, ein Jahr vor Abtreten von George W. Bush, wo die Propaganda gegen das Atomprogramm von beiden Seiten, vom Westen wie auch von amerikanischer Seite, wie auch von der israelischen Seite, unter massiver Unterstützung der europäischen Medien und Regierungen gegen Iran gelaufen ist und man befürchtet hat, dass ein Krieg bevorsteht. Condoleezza Rice hat in Riad den schiitischen Gürtel unter iranischer Hegemonie entdeckt. Sie hat dargestellt, Iran hätte schon längst unter eigener Führung einen schiitischen Gürtel in der islamisch-arabischen Welt im Mittleren Osten aufgebaut, über Iran, Hezbollah, Schiiten in Libanon mit Hezbollah und Schiiten in Syrien, weil die Aleviten, die dort die Macht in der Hand haben mit Bashar al-Assad, Schiiten sind. Condoleezza Rice hat die Araber gewarnt
vor diesem schiitischen Gürtel, die angeblich alle Sunniten aufgefordert, den eigenen sunnitischen Gürtel aufzubauen. Fortan begann der Geheimdienstchef von Saudi-Arabien, Prinz Bandar, in der Region Zellen aufzubauen, die sunnitische Terrorbanden mit Waffen zu versorgen, mit Geld zu versorgen. Er stieß im Irak vor allen Dingen auf fruchtbarem Boden, weil nach dem Sturz von Saddam Hussein die irakische Regierung unter Maliki den großen Fehler begangen hat, alle Sunniten zu entmachten. Sowohl die Armee wurde sowieso durch USA aufgelöst, aber auch die anderen Staatsposten wurden den Sunniten entnommen. Die Sunniten haben großen Machtverlust empfunden und teilweise auch erlebt. Also sie waren bereit, sie waren der Boden, der fruchtbare Boden für die Unterstützung der sunnitischen Terrorbanden, die dann auch tatsächlich entstanden sind. Beispielsweise wurde der al-Baghdadi, der jetzige Chef des Kalifats, der jetzige Kalif, der saß mit anderen Terroristen bis 2009 in einem irakischen Gefängnis. Ein Mitgefangener erzählte später, 2009 wurde er, al-Baghdadi, aus heiterem Himmel entlassen aus dem Gefängnis. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, warum er entlassen worden ist, vorzeitig entlassen. Seitdem hat al-Baghdadi zunächst im Irak, dann aber sofort in Syrien innerhalb von al-Nusra versucht, Fuß zu fassen. Und in diesem Gemengelage in Syrien, nachdem Saudi-Arabien und Katar mit massiven, entweder über Regierung direkt oder über andere Kanäle, spielt im Prinzip keine Rolle, ob offiziell oder inoffiziell, Katar und Saudi-Arabien stecken sehr stark hinter diese terroristischen Entwicklung, die zur Entstehung von Chaos führen konnte oder sollte. Diese Gemengelage in Syrien ist der Ausgangspunkt für die Ausbreitung, für die Offensive der sogenannten ISIS oder später des sogenannten Islamischen Staates mit der Überrennung von Mosul und anderen Regionen und jetzt mit dem Krieg vor Kobane. Ich wollte nämlich sagen, warum die Entstehung eines solchen Chaos nicht unbedingt im Widerspruch zu Dollarstabilität steht. Weil alle diese Kleinstaaten oder terroristische Banden daran interessiert sind, Waffen zu kaufen. Und das können sie nur, indem sie zu den Ölquellen sich ihren Zugriff verschaffen und dafür sorgen, dass der Export weiterläuft, dass die Ölproduktion nicht unterbrochen wird, dass die Ölproduktion sogar erhöht wird. Das ist deren Interesse. Aufgrund dieses ureigenen Interesses wird der Ölhandel und Verkauf in Dollar und Import von Waffen diesen Kreislauf aufrechterhalten. Insofern ist Chaos innerhalb eines Großraums letztlich ein Mittel, das
die Staaten mit sich selbst beschäftigt sind, demnächst vielleicht die Kurden gegeneinander, die Sunniten sind ohnehin gegen Schiiten aufgestellt und umgekehrt. Es gibt noch weitere Völker in der Region, im Iran. Iran ist ein Vielvölkerstaat. Die Idee ist immer, die Kurden, Belutschen oder Aseris im Iran auch mit Waffen und Geld zu unterstützen. Diese Themen sind immer im amerikanischen Kongress verhandelt worden, ein Budget verabschiedet worden, unter Bush sogar, 100 Millionen sind vorgesehen worden, um den ethnischen Minderheiten in der Region Geld zur Verfügung zu stellen. Wenn das nicht ein Programm und Plan für Schaffung eines Chaos im Mittleren Ost ist, dann wusste ich nicht, wozu man eine Politik betreibt, bewusst betreibt, die eindeutig zur Destabilisierung der Staaten in der Region führt und letztlich zum Chaos. Ja, man kann sich nur ärgern, wie ein Land, das in der Region auf dem guten Wege war, eine wichtige friedenspolitische Rolle zu spielen, dermaßen heruntergekommen ist und vielleicht schon jetzt als großer Verlierer unter den beteiligten Regionalstaaten angesehen werden kann. Die Türkei hatte bis zum Bruch mit Assad-Regime eine sehr vernünftige Außenpolitik, nämlich nach null Konflikten mit Nachbarn. Und nach dieser Politik hat die Regierung von AKP gehandelt und hat versucht, die Differenzen mit den Nachbarstaaten zu minimieren und wurde auch interessant für viele Nachbarstaaten als Vermittler. Bis die arabische Frühling und die Entwicklung dort bei, ich würde sagen, Herrn Erdogan und seinen Beratern, seinen Menschen, die ihm nahestehen, die Illusion hervorgerufen, jetzt könnte die Türkei der Träger eines neuen Osmanischen Reiches werden, weil in Ägypten das wichtigste Land neben der Türkei im Osmanischen Reich nun die Muslimbruderschaft unter Mersi die Regierung übernommen haben. Und in Tunesien war ähnliche Entwicklung im Gange. Man hat geglaubt, vielleicht würden die Muslimbrüder auch in Libyen die Macht übernehmen und nach in allen anderen sunnitischen Staaten auch, in Syrien, war gehofft worden, dass die Moslembrüder die stärkste Gruppe werden und Assad stürzen. Über Nacht wurde Assad, der Freund war von Erdogan, zum Feind erklärt und die Türkei hat ihre Politik um 180 Grad gedreht und hat den Terrorbanden, die in Syrien schon da waren, mit Waffenimporten geholfen, die durch die Türkei stattgefunden haben. Die Unterstützer von Al-Nusra, aber auch von ISIS und Islamischen Staat durch die Türkei gewähren lassen, durchzugehen. Man hat geduldet, dass alle militanten Gruppen ihre Treffen, ihre Sitzungen in der Türkei abgehalten haben. Die Türkei hat mit
seine Politik, die, den Chaos, die Entstehung von Terrorbanden in der Region unterstützt, gefördert. Und die Türkei steht auch vor der Gefahr, dass der mit PKK geschlossene Frieden von PKK aufgekündigt wird, weil die Türkei lange gezögert hat, die Kämpfe in Kobane, die Widerstandskomitees in Kobane, indirekt wenigstens zu unterstützen. Die Türkei hat ganz im Gegenteil alle Flüchtlinge aus der Stadt, vor allem Männer, die zurück wollten und kämpfen wollten, nicht drangelassen. Die Türkei hat sie gehindert, zurückzugehen. Erst jetzt ändert die Türkei ihre Politik, weil möglicherweise auch der Präsident Erdogan gemerkt hat, dass ein neuer Krieg, Bürgerkrieg intern, eine Katastrophe bedeutet. Ob er diesen neuen Krieg verhindern kann, wissen wir nicht. Aber die Türkei steht vor einem riesigen Scherbenhaufen und hat ihre Vermittlerrolle bei Verhandlungen um einen Rahmen zu finden für die Demokratieentwicklung in Syrien, auch mit Assad. Diese Vermittlungsrolle hat die Türkei nicht mehr. Ja, man kann das sehr, sehr bedauern. Und das ist eine Angelegenheit letztlich der Türkei selbst durch die innere Diskussion, die zum Glück stattfindet. Die Rückkehr zu der alten Politik, Friedenspolitik in der Region zurückzufinden. Ein Chaos, das von ihnen beherrscht und kontrolliert wird. Und nicht ein Chaos, das ihnen aus den Händen geleitet. Ich glaube, dass genau jetzt der Zeitpunkt ist, wo dieses Chaos sich verselbstständigen kann, wenn der Islamische Staat nicht ein Einhalt geboten wird. Es ist durchaus möglich, dass als nächstes auch der IS in Saudi-Arabien direkt aktiv wird. Es gibt sehr viele Sympathisanten in Saudi-Arabien. Man stelle sich vor, in Saudi-Arabien werden die ISIS-Anhänger die gegenwärtige Dynastie stürzen. Damit würden sie im Prinzip mit den wichtigsten Ölquellen im Mittleren Osten einen ganz, ganz starken Hebel sowohl gegen andere OPEC-Staaten, die in der Hand haben, die IS-Leute, al-Baghdadi, das neue Kalifat, aber auch gegen USA. Und damit würde die Rechnung der USA den Ölhandel mit Dollar aufrechtzuerhalten, nachhaltig zu machen, nicht mehr aufgehen. Ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, warum die Vereinigten Staaten nun intervenieren, bombardieren, aber auch nicht ganz intensiv und massiv, wiederum auf Rücksicht der Türkei, die NATO-Land ist, und die Türkei will jedenfalls nicht in diese Kriegshandlungen verwickelt werden. Auch die NATO selbst hat möglicherweise ein Problem damit, wenn die Türkei durch Verwicklung in die Kriegshandlungen den Kriegsfall
begründet und die NATO zur Unterstützung auffordert. Das sind komplizierte Entwicklungen, vor der auch sich die NATO fürchtet, und man hofft, durch diese Intervention die IS-Leute in Kobane nicht zum einen Sieg für sie nicht zuzulassen und damit eine Eindämmung einzuleiten. Was die Erfolgsmöglichkeiten von Amerika betrifft, bin ich selbst sehr pessimistisch, weil durch jeden Angriff, jeden amerikanischen Angriff, jede Bombe, die auf die Zivilbevölkerung dort fällt, wiederum Tausende sunnitische Araber im Irak oder in Syrien zum Partisanen und Mitkämpfer von IS werden. Ich glaube nicht, dass die Intervention von außen zu einer Eindämmung führt, ganz im Gegenteil. Diese Intervention wird aller Wahrscheinlichkeit nach dem IS den Boden weiterhin bereiten, die ganze Region nach und nach in Angst und Schrecken zu versetzen, nach Syrien, vielleicht in Jordanien zu intervenieren und die einzelnen Staaten, in den einzelnen Staaten dort die Macht zu übernehmen. Ganz anderes wäre es, wenn die Regionalstaaten selbst unterstützt werden oder aufgefordert werden, diese Aufgabe, nämlich Auseinandersetzung, Eindämmung von dem sogenannten Islamischen Staat, zu übernehmen. Das wäre eine bessere Alternative. Ich glaube, eine solche Perspektive wäre unvermeidlich. Assad zu stürzen, dafür tritt niemand ein, auch nicht in den USA, nicht die reaktionärsten Neokonservativen. Das heißt, es kann nur eine Alternative geben, wenn die Regionalstaaten, die vier wichtigsten Regionalstaaten, die diesem Konflikt sehr nahe sind, das sind auch gleichzeitig die Staaten mit kurdischen Siedlungsgebieten. Das ist nämlich der Irak, der Iran, Syrien und die Türkei. Wenn diese vier Staaten sich auf eine gemeinsame Strategie einigen, dann glaube ich, auch mit Hilfe von Kurden, mit allen kurdischen Fraktionen, dann glaube ich, dass eine solche Strategie Erfolg haben dürfte, relativ bald finanziellen Quellen, Waffenquellen für US abzuschneiden und auch US-Kader und Soldaten zur Abwendung von al-Baghdadi und Machtzentren zu bewegen. Dazu gehört allerdings auch Saudi-Arabien. Saudi-Arabien müsste in diesem Prozess mit einbezogen werden. In der Tat, Regime-Change im Iran war und ist eine der strategischen Ziele der Neokonservativen und auch inzwischen Obama. Allerdings mit einem wichtigen Unterschied. Obama verfolgt das Ziel, Iran durch Zugeständnisse
dazu zu bringen, sich von innen in Richtung Westen zu verändern. Also Iran dahin zu bringen, dass nach und nach die westlich orientierten Kräfte im Iran, in der Regierung, die Politik bestimmen, was ja auch durchaus möglich ist, dass unter bestimmten Bedingungen Iran wieder sehr schnell ein westlich orientierter Staat wird. Wären die Neokonservativen eine solche Möglichkeit nicht abwarten wollen, sondern eher dafür plädieren, durch einen Militäreinsatz, Bombardierung vor allem von zentralen Einrichtungen vom Iran und Unterstützung von regionalen Minderheiten, Araber, Kurden, Türken, Belutschen, mit denen auch, mit Ausnahme von Kurden, gibt es sehr enge auch Beziehungen. Diese Minderheiten bekommen weiterhin Geld und Schulung, deren Personal wird vorbereitet auf einen solchen Fall. Also die Neokonservativen würden oder glauben, einen Regime-Change herbeiführen zu können, militärisch und durch Intervention von innen. Das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Deswegen bin ich hinsichtlich eines Abkommens, das die Regierung Iran akzeptieren kann, sehr pessimistisch. Iran steht zwar ökonomisch unter massivem Druck wegen Sanktionen, dennoch könnte Iran mit Sanktionen natürlich bei Inkaufnahme von erheblichen Verlusten weiterhin existieren. Das System wird nicht kollabieren. Aber Obama setzt darauf, dass seine Politik oder eine moderate Politik das iranische System von innen reformieren und Richtung Westen schieben konnte. Deswegen Versuche von Obama weiterhin am Ball zu bleiben und Zugeständnisse von Iran für ein Abkommen, erhebliche Zugeständnisse abzutrotzen, die dem System an den Markt gehen. Ja, also vorübergehend taubete ja, aber keine große Hoffnung, dass dieser Konflikt friedlich in diesem Jahr, wie es geplant war, zu Ende geht. Ich schätze, dass dieser Konflikt sich weiter hinauszieht, weil beide Seiten nicht zu einer Einigung kommen. Wenn man jetzt erlebt, dass Israel sich im Hintergrund hält und nicht direkt beteiligt an den Auseinandersetzungen, dann hat man vielleicht den Eindruck, als würde Israel keine Bedeutung mehr für die USA haben. Israel hat nach meiner Auffassung weiterhin strategische Bedeutung, zentrale strategische Bedeutung für die USA, viel wichtiger, viel größer ist diese Bedeutung als Saudi-Arabien,
weil Israel das einzige Land, der einzige Verbündete der USA ist, auf das sich die Vereinigten Staaten verlassen können, auch eine andere Regierung, jede andere Regierung in Israel würde pro-amerikanisch sein. Das kann man für Saudi-Arabien und für andere Staaten nicht sagen. Deswegen, also viele sagen auch, Israel ist ein Flugzeugträger, ein sicherer Flugzeugträger von Amerika. Und Israel hat auch eigene Interessen, in diesem Bündnis zu bleiben, solange Israel nicht bereit ist, die Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren, wie von UNO gefordert wird, solange Israel die Besatzung aufrechterhält, wird sie als ein Verbündete der USA bleiben müssen, denn ohne USA wäre Israel trotz Atomwaffen nicht sicher, und eine Sicherheit, die durch Atomwaffen hergestellt wird, muss ja eigentlich für die israelische Bevölkerung auch ein Zustand der inneren Destabilität darstellen. Wer will sich auf Dauer durch die Existenz von Atomwaffen gegenüber alle Nachbarstaaten wehren und in diesem Zustand auch gern leben, das wird sicherlich auf Dauer nicht möglich sein. Insofern wird dieser Israel-Palästina-Konflikt auch, solange die USA ihre Vorherrschaftsstrategie nicht ändern, solange Israel nicht bereit ist, das, was Sinn macht, vernünftig ist und von UNO, von der Völkergemeinschaft gefordert wird, zu akzeptieren, solange wird dieser Konflikt auch bestehen bleiben. Man müsste eigentlich sehr optimistisch sein, wirkliche Alternativen kurzfristiger und langfristiger Art sich in der Fantasie vorstellen zu können. Ich kann mir diese vorstellen, weil ich ein grundoptimistischer Mensch bin. Mir fehlt allerdings schwer die Realisierung, in Bälde zu sehen. Zunächst einmal müsste langfristig das amerikanische Monopol eines einzigen Landes an der Weltwährung durchbrochen werden. Das kann dadurch geschehen, dass andere Blöcke langsam, behutsam eine eigene Weltwährung aufbauen. Ich denke, das, was die BRICS-Staaten jetzt tun oder getan haben, Gründung nämlich eines internationalen Währungsfonds im Sommer dieses Jahres, dass das in die richtige Richtung geht. Eine solche Alternative, Währungsalternative, müsste allerdings so behutsam vorangetrieben werden, dass Krisen, Währungskrisen, die normalerweise sehr plötzlich stattfinden, aufgrund des fehlenden Vertrauens der Anleger, zum Beispiel in Amerika, wenn auf einmal viele große Anleger ihr Kapital aus Amerika zurückziehen und Dollar sich abwertet, Folgen daraus sind unkalkulierbar
für das Verhältnis USA zu China und zu anderen Ländern. Dieser Prozess musste sehr behutsam und langsam stattfinden, so dass auf der einen Seite die Menschen in Amerika das spüren und merken, das geht so nicht weiter, dass sie anfangen, ihre eigene Abhängigkeit von diesem Monopol zu verringern. Das heißt, beginnen, ihre Wirtschaft zu modernisieren, Bereiche, die nicht wettbewerbsfähig sind, wettbewerbsfähiger zu machen, um ohne Währungsunterstützung und ohne Kapitalimporte im Jahr von 900 Milliarden Dollar einseitig reingepumpt in die amerikanische Ökonomie in den letzten 12, 13 Jahren. Von dieser Abhängigkeit wegzukommen, bedeutet, dass Modernisierung in Amerika stattfinden muss, dass viele Bereiche, die nicht wettbewerbsfähig sind, wettbewerbsfähiger werden müssten, um den Außenhandelsbilanz auszugleichen, um eigene Steueraufkommen zu erhöhen, um die Staatsverschuldung zu reduzieren. Das sind Abhängigkeiten, die noch bestehen. Und auch den Einfluss des militärindustriellen Komplexes, das die Haupttriebkraft der Hegemonialpolitik darstellt, diesen Einfluss zu reduzieren. Das wird nicht einfach sein, aber das ist letztlich, wenn mehrere Weltwährungen in Konkurrenz zueinander stehen, ist dieser Prozess unvermeidlich und möglich. Das gilt auch für EU, für Euro. Auch Euro konnte eine dritte Weltwährung sein, neben einer, die China, Russland und die BRICS-Staaten allmählich entwickeln. Das ist die eine langfristige Alternative, über die meines Erachtens diskutiert, öffentlich diskutiert werden muss. Die andere Alternative ist die Ölabhängigkeiten generell global zu reduzieren, die Energieversorgung auf Fundamente von erneuerbare Energien zu stellen, das heißt viel rascher als bisher die erneuerbare Energien ausbauen. Amerika unter neokonservativen Führung, insbesondere George W. Bush, hat bewusst den Ausbau von erneuerbare Energien gestoppt und sich dafür eingesetzt, den fossilen Pfad auszubauen. Und die haben auch tatsächlich den Ausbau des fossilen Pfads gefordert mit Anreizen. Und jetzt haben die Amerikaner die Möglichkeit, durch Fracking fossilen Energiebedarf zu decken und haben mehrere Jahre verloren bei dem Ausbau von alternativen Energien. Die Beibehaltung von fossilen Pfad ist nicht eine ökonomische Notwendigkeit, sondern ein hegemonialer Hebel, um die Ölabhängigkeiten, globale Öl- und fossilen Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten. Das heißt, in Europa, in China, in anderen Ländern müsste der Ausbau von regenerativen Energien schneller vorangehen und auf diese Weise Signale auch aussetzen, dass die amerikanische Vorherrschaft über die Kontrolle der Ölversorgung nicht nachhaltig, nicht dauerhaft sein kann, die Amerika auch gezwungen werden, diesen Pfad wieder aufzunehmen, im Kyoto-Protokoll viel aktiver mitzuwirken und so weiter und so fort. Eine dritte Möglichkeit, die meines Erachtens auch kurzfristig stattfinden könnte für die Eindämmung von dem sogenannten Islamischen Staat, ist, dass Saudi-Arabien mit Iran, der Türkei und
Irak und eventuell auch Syrien mit dem Assad-Regime gemeinsam eine Strategie entwickeln für die Eindämmung des Staates. Die Kurden würden hier eine sehr wichtige Rolle spielen, weil die Kurden in allen vier Staaten bis auf Saudi-Arabien Siedlungsgebiete haben und ein eigenes Interesse haben wie PKK in der Türkei und die PKK-nahe Kurden in Syrien, Strukturen aufzubauen für die Selbstverwaltung und für die Beendigung ihres eigenen Elends permanent von den regionalen Staaten instrumentalisiert zu werden. Also die Kurden werden hier meines Erachtens eine produktive Rolle spielen müssen. Diese vier Staaten müssten den Kurden die Sicherheit gewähren, dass sie ihre Selbstverwaltung bekommen. Im Gegenzug müssten die Kurden diesen Staaten so weit entgegenkommen, um zu sagen, es geht ihnen nicht um Separatismus, es geht nicht ihnen um den Aufbau eines eigenen Staates. Glücklicherweise lehnt Abdullah Öcalan und PKK diesen Weg, den die Kurden alle Kurden bis vor kurzem gefordert haben, nicht mehr. Er hat eine Neuorientierung, er verfolgt ein friedenspolitisches Ziel, nämlich ein Kurdistan aufzubauen, das in vier Staaten territorial weiterhin eingebettet ist, aber nach innen eine Selbstverwaltung aufbaut. Das ist ein friedliches Projekt, das sollte die Weltgemeinschaft unterstützen. Das ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass in diesen vier Staaten wiederum die Nationalisten an Basis gewinnen gegen eine Abspaltung, eine Abspaltung eines Teils ihres Territoriums. Das ist immer ein Thema bei den arabischen Nationalisten in Irak gewesen, das war immer ein Thema bei kurdischen Nationalisten und bei iranischen Nationalisten ist das auch ein virulentes Thema. Ich glaube, keine dieser Länder wären bereit zu akzeptieren, dass ein Teil ihres Territoriums abgetrennt wird, aber sehr wahrscheinlich eher bereit zu akzeptieren, dass Kurdistan autonom eine Region aufbauen kann. Eine weitere kurzfristig mögliche Alternative wäre, dass Iran und Russland zusammen die Einberufung einer Konferenz für eine massenvernichtungsfreie Zone im Mittleren Osten vorbereiten und initiieren und der UNO und der Weltgemeinschaft gegenüber ein deutliches Signal setzen, dass UNO ihren Beschluss, nämlich von sich aus, von UNO aus, in dieser Region eine Konferenz einberuft für die Errichtung von massenvernichtungsfreier Zone, diesem Beschluss folgt und dafür sorgt, dass durch Druck der Weltöffentlichkeit nun von unten, von Regionalmächten her, eine solche Konferenz, die von Amerika und Israel 2012 blockiert worden ist, doch stattfindet. Und eine solche Konferenz, wenn sie stattfindet, wenn sie durch Russland und Iran begonnen wird, hätte meines Erachtens durchaus das Potenzial, die europäische Öffentlichkeit durchaus zu sensibilisieren für diese,
für diese Alternative. Die europäische Öffentlichkeit hat leider überhaupt nicht gemerkt, dass ein Friedensprojekt durch UNO beschlossen einfach gescheitert ist, weil zwei Staaten diesen Prozess in der Region blockiert haben. Amerika selbst und Israel. Das darf nicht sein. Ein solches Projekt, was von UNO gefordert wird, müsste stattfinden alsbald. Und das könnte auch ein Signal sein für gemeinsame Sicherheit in der Region. Denn gemeinsame Sicherheit ist der Rahmen, der sicherheitspolitische Rahmen, um überhaupt abrüstungspolitische Verhandlungen im nuklearen Bereich, wie aber auch im konventionellen Bereich, durchzuführen. Das ist ein Signal auch für die Regionalstaaten, dass es an der Zeit ist, mit der Perspektive gemeinsam zu kooperieren, gemeinsam die eigene Sicherheitspolitik, die regionale Sicherheitspolitik selbst zu definieren und diesen Zustand der permanenten Intervention und Bündnisbildungen über die ehemaligen Kolonialmächte und jetzt später dann über Amerika und Sowjetunion und jetzt ausschließlich über Amerika und vielleicht manche europäische Staaten, dass diese Allianzbildung, die bis jetzt nur Unsicherheit und Destabilisierung hervorgerufen haben, endlich ein Ende findet und die Region zu sich kommt und versucht, eigene Potenziale, die erheblich sind, Rohstoffe, Ölreserven, aber auch menschliche Potenziale, dass die zur Wirkung kommen. Und das wäre auch eine Alternative für die Verhinderung der Fluchtbewegung und Flüchtlinge, die sonst weiterhin nach Europa eine neue Heimat suchen, als in der Region zu bleiben. Die Welt und Europa muss in diese Richtung denken, über langfristige Erwägungen, den Weg vorbereiten. Außenminister Steinmeier hat zwar diese Idee im Sommer dieses Jahres noch einmal in einem Interview mit Tagesspiegel, nämlich gemeinsame Sicherheit in der Region und eine KSZE-Konferenz thematisiert, aber nicht weiter verfolgt. Das muss viel ernster in der europäischen Öffentlichkeit diskutiert werden. Mohsen Masarrat wurde im Mai 1942 in Teheran im Iran geboren und kam Ende 1960 in die Bundesrepublik Deutschland. Er studierte und absolvierte drei akademische Abschlüsse in Bergbau, in Politik und Wirtschaftswissenschaften. 1986 wurde er zum Professor für Politik und Wirtschaft an der Universität Osnabrück berufen. 2007 wurde Masarrat pensioniert und lebt seit 2011 in Berlin. Sein wissenschaftliches Wirken war durchweg interdisziplinär, weil er glaubt, dass man dadurch komplexe Probleme dieser Welt besser verstehen und analysieren kann. Seine Forschungen waren überwiegend fächerübergreifend und erstrecken sich mit 18 Büchern und über 550 Artikeln in mehreren Sprachen auf die Bereiche Weltwirtschaft, internationaler Energiesektor, internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforschung sowie Mittlerer und Naher Osten. Mohsen Masarrat war und ist immer noch in der Zivilgesellschaft, vor allem in der Friedensbewegung, aktiv. Er leitete mehrere wissenschaftliche und politische Kongresse, initiierte mit Gesinnungsgenossen mehrere politische Initiativen und verfasste zahlreiche Manifeste zu aktuellen friedens- und gesellschaftspolitischen Themen. Masarrat fühlt sich mit seinem wissenschaftlichen und politischen Engagement dem Ziel verpflichtet, einen Beitrag zu leisten für die Schaffung einer Welt ohne Gewalt und ohne Ausbeutung, in der alle gleiche Rechte und gleiche Chancen haben. Masarrat ist Mitglied in den wissenschaftlichen Beiräten von ATTAC und IPPNW und leistet mit seinen Analysen und Vorträgen einen Beitrag zur Aufklärung über die gegenwärtigen hegemonialen Kriege und zur Stärkung der Antikriegsbewegung.